Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Ich will heute mit euch in diesem Video Ludovic Julie testen. 150.000 ist der Preis, ist irgendwo auf den ersten Blick ganz vernünftig. Nicht zu viel, aber auch nicht so wenig, dass man ihn einfach blind kaufen könnte. Eine Körpergröße von 1,64 Meter, damit gehört er nicht nur zu den kleineren, sondern zu den richtig kleinen Spielern. Hochmittelarbeitsrate, für mich perfekt. Spezialbewegungen und schwacher Fuß, 4 Sterne, nehme ich auch gerne mit. Bei den Attributen sieht das hier alles eigentlich nach einem richtig guten Flügelspieler aus. Die Tempowerte gar nicht so schlecht, habe ich aber gerne geboostet, bin mit dem Hunter gegangen, die haben wir gerne so hoch wie möglich dort. Die Schusswerte können ebenfalls nicht hoch genug sein, deswegen auch dort sehr, sehr gut. Aber seine Schusswerte sehen auch so gar nicht so verkehrt aus. Eigentlich ganz solide, was er dort mitbringt für den Flügel. Wenn man ihn natürlich nach innen ziehen will, dann sollte man die Schusswerte auf jeden Fall boosten. Das Passspiel sieht eigentlich auch ganz gut aus. Eine Übersicht von 82, Flankenwert auch 82, Kurzpassspiel 84, der lange Pass mit einer 77, nicht wirklich was Besonderes. Die Dribblingwerte sehen ebenfalls sehr solide aus. Eine Beweglichkeit von 88 geht auf jeden Fall klar. Balancewert 93 sticht hier noch ganz schön raus. Reaktion ist okay, Ballkontrolle auch. Dribblingwert von 84, der Ruhewert auch okay. Seine Physiswerte, eine Ausdauer von 85 auf dem Flügel, ja, das sollte mindestens so sein und das sollte dann aber auch ausreichen. Stärkewert mit der kleinen Körpergröße war das zu erwarten von 48, ist auf jeden Fall richtig niedrig. Aggressivitätswert von 52 ebenfalls richtig low und ich denke, er wird dort auch nicht groß stören bei dem Gegner. Bei den Trades bringt er uns aber eine bunte Tüte mit angeschnittener Schuss, habe ich immer gerne, dann harter Pass, auch genial und den habe ich immer gerne. Die Technik, das ist richtig gut, das R1-Dribbling sehr wichtig hier und klappt auch wirklich sehr gut, deswegen immer schön zu haben. Flair auch nice. Dann hat er noch schneller Antritt und unerbittlich, das ist auch ein ziemlich geiler Trade, ich habe den immer gern dabei. So hat er ein bisschen weniger Verlust bei der Ausdauer und kommt nach der Halbzeit nochmal mit einem Push wieder, ist auf jeden Fall auch ganz genial. Und Spielstyle plus akrobatisch, irgendwie so richtig akrobatisch wurde es bei mir noch nicht, vielleicht mit diesem Spieler, werden wir sehen. Lasst uns auf den Platz gehen und den Jungen hier abchecken. Den Ball hier noch gehalten, noch schön nach innen gezogen, gute Passwerte. Wundert mich, dass er den Ball halten konnte. Schöne Vorlage. Ja, sehr gut, komm, jetzt brauchen wir Tempo, Tempo hat er. Und jetzt können wir seine Schusswerte mal testen. Hat ein bisschen lange für den Abschluss gebraucht. Schade, war eigentlich keine schlechte Aktion. Hat uns schon fast gezwungen, nach innen einzuziehen. Und hier ist seine zweite Vorlage. Sein Schuss nicht so gut gewesen, aber er zieht richtig schön schnell nach innen. Das Dribbling kommt sehr, sehr gut rüber. Und ja, zwei Vorlagen kann sich auch sehen lassen. Ziehen hier schön nach innen. Speed hat er auf jeden Fall. Passwerte stimmen auch. Und wir brauchen die Bude. Und da ist die Bude. Sehr schön. Was ist ein Dribbling, Alter. 180 Grad Wende hier gemacht. Oh, komm, komm, komm. Halt den Ball. Sehr schön gemacht. Schon zweimal gefoult worden, der Junge hier. Und trotzdem noch am Ball. Ah, hier wird aber trotzdem jetzt gestoppt. Schade. Ah, sehr schön. Also selber bis jetzt macht er die Tore von außen nicht, aber er macht schöne Vorlagen. Was mir sehr gut gefällt, ist mit ihm nach innen zu ziehen, mit diesem wahnsinnigen Speed und dem super Dribbling und dann einen schönen Pass spielen und dann geht das Ding rein. Sauber. Darf er jetzt selber mal? Jawohl, jetzt darf er selber mal. Genau das meine ich. Das ist richtig tödlich, dieses nach innen ziehen und diesmal hat er die Bude auch selbst gemacht. In den Sturm gezogen. Kein schlechter Versuch, auch ein schön strammer Schuss. Leider nicht das Tor getroffen. Schöne Balldrehung. Ah, wir sind frei. Zimmern drauf, leider kein Tor. Die Schusswerte irgendwie nicht hundertprozentig die besten bei ihm. Jawohl, da zieht er seinen ersten Elfmeter mit dem Dribbling. Sehr gut gemacht. Mal gucken, wie seine Elfmeterwerte sind. Nicht die besten Elfmeterwerte, aber es reicht aus, um ihn perfekt zu treffen. Wir schieben das Ding nicht rein. Schade, Mann.
dribbelt sich hier tatsächlich komplett durch. Kommt er zum Abschluss? Nein, leider nicht. Aber wir kommen trotzdem zu noch einem Torschuss. Aber man kommt mit ihm wirklich gut in gute Spots. Das mit dem Schießen, muss ich sagen, da hat er ein bisschen Probleme. Ja, schöner erster Antritt hier. Kommen wir jetzt sehr gut rein, müssen nur noch den gefährlichen Pass spielen und ab ins Tor. Nein, leider nicht. Trotzdem wieder schöne Vorarbeit von ihm. Schön den Pass nach innen gezogen. Leider nicht mit Erfolg gekrönt das Ganze. Wieder schönes Dribbling hier, schön eng den Ball halten. Sehr gut. Ah, und dann kommt das Körperliche. Da ist er wirklich nicht gut, wenn er irgendwie vor dem Verteidiger kommt. Da ist der Ball weg. Zum ersten Mal sind wir jetzt mit ihm als Stürmer mal durch. Der Spot ist nicht gut, aber trotzdem macht er die Bude. Das war der erste Schuss, der richtig geil von ihm war. Hat er gut gemacht. Ah, schönes Dribbling, aber hier wieder zu leicht den Ball verloren. Der Gegner musste nicht mal großartig was machen, der stand dort einfach nur. Das habe ich ziemlich oft, wenn ich ihn als Stürmer spiele, dass der Ball so leicht verloren geht. Das letzte Spiel geht unentschieden aus. Ich habe meine Eindrücke von ihm zusammen. Ich habe ihn im Sturm und auch auf Außen gespielt und weiß jetzt, wo seine Schwächen und die Stärken sind. Lass uns ins Fazit gehen und das zusammenfassen. Das war Ludwig Juli bei mir und ich muss sagen, eigentlich eine sehr gute Karte. Auf dem Flügel hat er mir wirklich gut gefallen und das ist natürlich auch das, womit er sich verkauft. Er ist halt ein Flügelspieler. Und die Tempowerte kommen dort sehr gut rüber. Wenn er nach innen zieht, das ist seine Besonderheit, finde ich, mit dem R1-Dribbling oder auch mit dem normalen freien Dribbling, kommt er wirklich sehr schön nach innen. Ist schwer zu stoppen durch diese kleine Körpergröße und diesen Dribbling, kann er sich da schön durchwuseln und dann einen tödlichen Pass spielen. Natürlich kann er auch ein Tor schießen, aber das würde ich nicht unbedingt auspacken. Irgendwie die Schusswerte haben mir nicht ganz so gut bei ihm gefallen. Irgendwie kriegt er da nicht genug Druck drauf oder das Ding geht daneben. Also könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben, wie er bei euch in dieser Hinsicht ist. Mir hat er da nicht ganz so gut gefallen, aber trotzdem, auf Außen ein richtig guter Spieler und macht dort wirklich einen sehr guten Job. Dann habe ich ihn aber noch im Sturm probiert, weil das machen viele gerne, ich auch. Und dort hat er mir wirklich nicht so gut gefallen. Er ist irgendwie, seine ganzen Veranlagungen reichen dafür nicht aus. Er ist ein kleiner Spieler und natürlich der Stärkewert ist so gering. Er verliert schnell den Ball und irgendwie insgesamt steht er dort nicht perfekt und wird damit von den Verteidigern sofort gedeckt. Die sind schön eng an ihm und holen sich den Ball schnell bei ihm weg. Das nächste ist, wenn er auch von einer guten Schussposition aus schießt, kann der Ball mal nicht reingehen. Das ist mir des Öfteren passiert und das ist natürlich schlecht, weil ihr kennt den Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung und das kriegt man mit dem nicht ganz so gut hin. Dann kassiert man hinten ein, zwei Bälle, macht vorne keine Tore und dann kann man auch schon mal ein Spiel verlieren. Das ist dann ärgerlich. Trotzdem, die Karte kriegt von mir einen Daumen nach oben. Für außen ist er auf jeden Fall mehr als nur brauchbar. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Review helfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wer neu auf den Kanal gestoßen ist, abonniert das Ding. Verpasst keine Reviews mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.